Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das ganze Kapitel 15 des Johannesevangeliums, von dem wir am vergangenen Sonntag schon einen Teil gehört haben mit der Bildrede vom Weinstock, ist, wenn man so will, eine Art Erklärung für den Satz, den uns heute der Apostel in der zweiten Lesung zugerufen hat. Gott ist die Liebe. Natürlich nehmen wir diesen Satz gerne an. Das ist ein Satz, der gut klingt. Und er ist natürlich von einer tiefen Wahrheit erfüllt. Aber geht es uns nicht manchmal so, dass wir dann fragen, ja, das ist schön und das ist sicher auch richtig, aber ich ganz persönlich in meinem Leben, ich erfahre so wenig davon. Wo ist das denn mit der Liebe? Ich meine, wenn wir dann auch innerhalb der Kirche rechts und links schauen, manchmal im Kleinen wie im Großen, dann ist das ein einziges Gezänk und Gezerre, das ist übrigens nicht nur heutzutage so, das war schon in den ersten Generationen so. Also ist die ganze Kirche, die diesen Satz, Gott ist die Liebe, wie ein großes Transparent vor sich herträgt in dieser Prozession durch die zwei Jahrtausende, ist das eine Fehlanzeige? Ist das ein Missverständnis? Jesus gibt uns im Evangelium Anhaltspunkte, wie wir diesen Satz erschließen können. Und eine der Grundbedingungen dafür, dass wir diesen Satz überhaupt verstehen und annehmen können, ist, dass Gott auf seine Weise liebt. Nicht das, wie wir uns vielleicht wünschen oder wie wir uns das vorstellen. Wenn wir von unseren Vorstellungen und Wünschen ausgehen, dann ist das so ähnlich wahrscheinlich, wie wenn jeder von uns das Wetter selber machen könnte. Dann hätten wir wirklich eine Klimakatastrophe. Mir ist es jetzt schon zu warm. Andere freuen sich, dass endlich die Sonne da ist und sagen, es kann gar nicht genug davon geben und so weiter und so fort. Sie können sich das gut vorstellen. Die Bedingungen Gottes, das heißt, Gott erweist seine Liebe unter seinen Bedingungen, an einem bestimmten Ort, den er aussucht, zu einer bestimmten Zeit, die er ansetzt, in einer ganz bestimmten eigenen, einmaligen und unnachahmlichen Art und in der Form. So beweist Gott, dass er die Liebe ist. Und wir haben uns unter diesen Eigenwillen Gottes zu beugen. Vielleicht wird auf diesem Hintergrund deutlich, und mir geht es wirklich nicht um billige Polemik, wenn ich das jetzt sage, wie grundfalsch der Ansatz unserer Synode ist, dass wir vom Einzelnen her denken sollen. Das mag richtig gemeint sein, aber das Problem ist halt, wenn solche Texte aufgeschrieben werden, dann stehen sie da und jeder liest das heraus, was er will. Das ist das Problem immer bei den Texten. Und dann sprechen wir dann sehr schnell, jetzt schon ein paar Monate später, vom Geist der Synode, der etwas anderes ist als die Texte. Ich treffe viele Menschen, die Synodale waren und sagen, das, was gerade daraus gemacht wird, hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, was wir da bei unserem Treffen gesprochen haben. Aber der Ansatz, so wie er geschrieben ist, ist falsch. Es tut mir leid. Und mir geht es nochmal gesagt, nicht um eine billige Haut-drauf-Polemik, das ist immer leicht, sich über alles aufzuregen, sondern wir finden hier den Grund. Wenn wir, man kann das sagen, die Seele des Christentums, Gott ist die Liebe, diese große Erkenntnis und Wahrheit verstehen wollen, dann müssen wir nicht von uns her denken, sondern wir müssen zunächst bereit sein, von Gott her zu denken, von Christus her zu denken. Das ist das Entscheidende. Sonst sind wir da, was ich am Beginn gesagt habe, bei dem Gezänk und ob das nun Theologengezänk oder Bischofsstreitereien sind oder die bis tief in unsere Gemeinden hineingehen, Meinungen, Ideen, die dann schnell zu Ideologien auswachsen. Das ist das Kriterium, von Gott her zu denken, von Christus her zu denken. Und das heißt, Gott lässt sich diese Liebe etwas kosten. Das ist seine Konkretion. Nicht nur, indem er zu Israel spricht,
etwa durch die Propheten. Wir hören diese Worte immer. Im Gottesdienst, vielleicht in der persönlichen Lesung, in der Meditation. Sondern er spricht einmalig und unverwechselbar in Jesus von Nazareth, in Jesus Christus. Und dann haben wir diese unangenehmen Dinge, die wir heute am liebsten wegradieren wollen. Man muss nur einmal allgemein so in die kirchlichen Verlautbarungen schauen, auch in diese Auseinandersetzungen um das Kreuz. Das ist so schwer vermittelbar. Warum muss das so blutig sein? Warum muss da einer sterben? Warum muss da einer gefoltert werden? Geht Liebe nicht anders? Liebe ist kuscheln. Liebe ist so ein bisschen nett sein. Das hätten wir gerne. Aber das ist nicht Christentum, liebe Schwestern und Brüder. Da müssen wir uns eine andere Religion suchen. Das ist nicht Christentum. Christentum ist anders. Christentum heißt, sich unter das zu beugen, was Gott getan hat und was er immer noch an uns tut. Indem er das Kostbarste, was er hat, aus sich selber herausgibt. Den Sohn. Und was tut dieser Sohn? Er kommt in diese Welt, die ihn ablehnt. Er kommt zum auserwählten Volk, das ihn in großen Teilen zumindest ablehnt. Eine Handvoll Leute versuchen zu verstehen. Die Apostel. Die verstehen es auch nicht ganz richtig. Müssen wir ja ehrlich zugeben. Die tun sich immer wieder schwer. Sie haben eben ihre eigenen Vorstellungen, was denn dieser Christus und dieser Messias sein soll. Und damit konfrontieren sie Jesus auch immer. Jesus korrigiert die Apostel unentwegt im Evangelium und sagt nicht, stimmt, ich muss lernen, von den einzelnen Aposteln her zu denken. Da hat der Petrus eine Vorstellung, der Judas Iskariot hat eine Vorstellung, der Thomas hat eine Vorstellung. Es geht um die Vorstellung Gottes. Was ich euch gesagt habe, sagt Jesus in unserem Kapitel hier, kommt nicht aus mir selbst. Jesus denkt noch nicht einmal von sich selber her, sondern er denkt ganz den Gedanken des Vaters. Er lebt ganz den Auftrag des Vaters, nichts anderes. Er beugt sich, wie Paulus nicht müde wird zu betonen, unter den Willen des Vaters. Und weil er gehorsam ist, weil er sich beugt, weckt der Vater ihn nach dieser Folter und dem Kreuz auf und zeigt ihn uns als den erhöhten Herrn, der ganz in der Herrlichkeit Gottes ist, wie wir das am Donnerstag am Fest Christi Himmelfahrt feiern werden. Und damit ist noch nicht genug. Es geschieht etwas Unerhörtes, was auch manchmal an uns vorbeirauscht. Wir, die wir immer in der Gefahr stehen, von uns selber auszugehen oder uns selber absolut zu setzen, unsere eigenen Ideen zu haben, in die wir verliebt sind. Uns nennt er Freunde. Er könnte uns Knechte nennen, das wäre eigentlich schon viel. Manchmal tut das Jesus im Evangelium, indem er den Jüngern in Erinnerung ruft, es geht nicht um Herrschaft übereinander, es geht nicht um Sklaventum. Auch wenn die Religionskritiker des 19. Jahrhunderts das Christentum als Sklavenreligion bezeichnet haben, das sind Fratzen einer Religion, für die wir manchmal Anlass gegeben haben. Aber das ist nicht das Wesen des Christentums. Hier entdecken wir das Wesen des Christentums, dass Jesus uns Freunde nennt. Was ist das Unerhörte daran? Ich denke, wer ehrlich zu sich selber ist, entdeckt viel von dem in sich, was das Johannesevangelium Welt nennt. Er kam in die Welt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, sagt der Evangelist am Anfang des Evangeliums. Es gibt in jedem und jeder von uns so viel Widerstand gegen Gott. Wir nennen das dann mit dem großen Begriff Sünde. Niemand von uns ist frei davon. Das ist Widerstand. Und trotzdem nennt er uns Freunde. Weil er will, und das haben wir letzten Sonntag gehört, was er im Bild des Weinstocks sagt, dass wir in dieser Welt Frucht bringen, aber dadurch nicht, dass wir unsere eigene Plantage aufmachen, sondern dass wir an diesem einen Weinstock bleiben, der er selber ist. Im Moment habe ich den Eindruck, wir sind bei der Kirche dabei zu sagen, ach komm, denk, das Zeug mit dem Weinstock ist ganz schön, aber lass uns mal Bananen versuchen, die gehen jetzt besser. Oder andere Früchte. Oder wir steigen ganz um auf Joghurt oder sowas, ist mehr so Bio. So.
Liebe Schwestern und Brüder, das steht nicht in unserer Verfügung. Jesus weiß, was er sagt. Er weiß, welche Bilder er wählt und warum er sie wählt. Wenn wir also diesen Satz, Gott ist die Liebe, und wenn wir dieses Unerhörte, dass Jesus uns, so wie wir sind, als Freunde bezeichnet und sich uns zuwendet und uns ruft, das ist das, was Jesus sagt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ach ja, ich finde diesen Jesus, diese Ideen sind vielleicht ganz attraktiv oder das gibt mir was, wenn ich in die Kirche gehe. Wie oft höre ich diesen Satz? Wir sind hier, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht vergessen wir das. Und ich gestehe, ich muss mir das manchmal selber sagen, weil er uns ruft, weil er uns hier will. Deshalb sind wir hier. Wenn wir manchmal gefragt würden vor der Kirche, sagen Sie mal, haben Sie sonntags morgens nichts Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen? Dann wären wir vielleicht verlegen um eine Antwort. Wir würden vielleicht sagen, es ist ja nicht die schlechteste Gewohnheit, die man haben kann. Es gibt Schlimmeres, als in die Kirche zu gehen. Aber wirklich inhaltlich zu sagen, warum wir hier sind, das hat nichts damit zu tun, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir beim Wort Jesu bleiben vom Weinstock und von seiner Erwählung, wenn wir von den Gedanken Gottes ausgehen, dass wir etwas tun für unser Seelenheil. Wir gehen irgendwo hin, damit wir am Schluss in den Himmel kommen. Das ist Individualismus. Den gibt es im Christentum nicht. Im Christentum gibt es Erwählung aus Liebe. Und diese Liebe verpflichtet nicht nur Gott gegenüber, sondern wie im lebendigen Bild des Weinstocks sind alle miteinander verbunden. Niemand kann sich herausziehen. Wenn er oder sie das tut, sagt Jesus, stirbt diese Rebe ab. Sie wird abgeschnitten, weil sie keine Frucht bringt, sie verdorrt und wird verbrannt. Diesen großen Faden in diesem 15. Kapitel, der so wichtig ist, bis hinein in unser eigenes Leben, wie wir uns selber verstehen, wie wir uns sehen dürfen, ist ein großes Geschenk. Gott ist die Liebe. Er schenkt uns seinen Sohn, er rettet uns um den höchsten Preis, den er investiert für uns. Er nennt uns Freunde, weil er in Gemeinschaft mit uns leben will und damit Gemeinschaft untereinander stiftet. Es sollte keinen Tag geben, an dem wir nicht wenigstens versuchen, von Gott her zu denken und uns so selber zu verstehen.